Hallo ihr Lieben, ich bin wieder eure Carina von Beakmade und heute nehmen wir meinen neuen Schnitt und zwar einen Rock Alma. Alma ist ein cooler Rock mit Falten, der hauptsächlich für Webware geeignet ist. Genau. Ich wage mich auf Neuestere mit Webware. Man kann ihn auch als Maschenware nähen, also Jersey, Sweat geht auch. Da müsst ihr halt aufpassen, unbedingt 1 bis 2 Nummern kleiner nähen. Als eine kreschonstige Größe und oben im Bund ein Gummi einziehen. Weil sonst ist er zu groß. Also wenn es jetzt die normale Größe wäre für Webware, dann ist er zu groß, da bringt euch dann auch Gummi nichts. Und im Maschenware-Rock ohne Reißverschluss nähen. Also der wird ohne Reißverschluss genäht, eben 1 bis 2 Nummern kleiner. Und kommt darauf an, wie dehnbar es ist. Also wenn ihr jetzt ganz einen dehnbaren Stoff habt, 2 Nummern kleiner, wenn ihr jetzt einen dickeren Sweat oder sowas habt, auch Nummer kleiner. Und beim Webware-Rock braucht man unbedingt einen Reißverschluss. Ich habe da so einen nahtverdeckten, 22 cm langen, sieht man das, Reißverschluss. Genau. Der Rock besteht aus drei Teilen, vier, mit Reißverschluss vier. Wir haben unseren Bund. Ich habe jetzt einen Daft, einen schwarzen Daft und ich habe jetzt da schon mal die Kanten, seht ihr das, versäubert. Weil Webware unbedingt versäubern, weil die franzt uns schon aus. Das habe ich schon mal gemacht. Und dann haben wir zweimal einen Rockteil, einmal Vorder-, einmal Rückenteil. Ich bin mal kurz verschwunden. Oh, er glänzt so schön. Da bin ich jetzt auch hergegangen und habe mal drei Seiten versäubert, die zwei Seiten und die untere Kante. Und oben habe ich schon einmal die Knipse gemacht, also unbedingt die Knipse vom Schnittmuster ausmachen. Da sieht man das so. Die sind eingezeichnet, weil das sind unsere Falten. Nach dem legen wir unsere Falten. Und bei Webware müssen wir echt ganz genau arbeiten, weil der verzeiht nichts. Der dehnt sich nicht. Den können wir da nicht ein bisschen auseinanderziehen und schummeln. Da müssen wir echt genau zuschneiden und genau die Knipse machen und genau die Falten legen, damit es uns dann mit unserem Bündchen zusammenpasst. Und wir haben auf der Seite eben den Reißverschluss in der Seitennaht und haben eben zwei so Rechtecke im Bund und den Reißverschluss. Und dann können wir auch schon loslegen mit Falten nähen. Also am Schnittmuster ist genau gekennzeichnet. Da sind einmal so wie so kleine Pfeile. Da einen Knips machen. Das sind die Seiten von der, also da ist der erste Knips ist so ein Pfeil. Der zweite Knips ist dann ein Strich, weil der wird der Pfeil auf den Strich klickt. Und dann wieder der andere Pfeil auf den Strich in die Mitte. Aber das kriegen wir hin! Das kriegen wir hin! Dann legen wir jetzt mal die Falten. So, ich habe jetzt einmal Platz gemacht. Wir brauchen jetzt ein paar Klammerlen oder Nadeln, um jetzt unsere Falten zu legen. Also ich fange jetzt da auf der Seite an. Ich habe jetzt da mal den ersten Knips. Also da sieht man das. Da ist der erste Knips, da ist der zweite Knips und der dritte Knips. Man braucht immer drei Knipse für eine Falte. Und zwar legen wir jetzt die erste Falte auf die zweite Falte. Klipsen wir also, legen wir oben drüber und dann legen wir, ich habe schon wieder Platzproblem, den dritten Knips zurück auf die erste Falte, auf die zweite Falte, auf die mittlere. Also immer die äußeren Knipse, wenn wir drei Knipse haben, auf den inneren Knips legen. So schaut dann unsere Falte aus. So ist es geplant. Und dann kann es wieder weitergehen. Da haben wir den ersten Knips, den zweiten Knips, den dritten Knips. Dann legen wir wieder den ersten Knips auf den zweiten Knips. Und den dritten Knips legen wir auch wieder zurück auf den zweiten Knips.
schön nebeneinander lege. Und feststechen. Jetzt kennt ihr es auch mit Stecknadeln. Vielleicht tun wir es da leichter. Schauen wir mal. Der Daft ist ziemlich ein flutschiger Stoff. Nein, mag Stecknadeln, die Klammern lieber. Stecknadeln gehen irgendwie auf. Nee, yeah, das schaut nicht schön aus. Also ich mache es mit Klammern. Wir haben es probiert. Und schauen, dass es schön nebeneinander abschließt. Also dass die schön aufeinander, also nebeneinander liegen. Dass da kein Zwischenraum ist zwischen die zwei Stofflagen. Weil die sollte dann so eben aufgehen. Ha, ich habe da glaube ich die falsche Stoffwahl getroffen. Okay, Daft flutscht. Dann haben wir wieder die nächsten drei Falten. Die nächsten drei Knipse. Eins, zwei, drei. Also wieder Knips 1. Auf Knips 2 legen. Feststecken. Knips 3 zurück. Auf Knips 2 legen. Schön nebeneinander. Und feststecken. Ich weiß, das schaut jetzt ganz komisch aus. Aber das wäre ganz cool. Wir fixieren uns dann die Falten und dann können wir auch schon den Reißverschluss einnehmen. Aber jetzt mache ich mal die Falten da zu Ende und mache sie dann am zweiten Rockteil an und dann fixieren wir sie. So, jetzt haben wir ein Klammernchaos. Na, eigentlich sind sie schön angeordnet. Wir haben jetzt da unsere Falten. 1, 2, 3, 4, 5. 6 Falten, also insgesamt haben wir dann 12 Falten am Rock, weil wir haben ja das zweite Teil auch noch. Und was ich jetzt mache, ich gehe jetzt her und mache mit einem Geradstich, große Stichlänge, ca. 4 mm habe ich eingestellt, nähe jetzt einmal innerhalb von der Nahtzugabe die Falten fest. Einfach mit einem Geradstich entlang schauen, dass die Falten eben nicht verrutschen, langsam nähen. Damit wir sie schön fixiert haben und dann, wenn wir einen Bund annähen, wir keine Probleme haben, dass da irgendwie was verrutscht. Deswegen fixieren wir sie. Und so schaut das Ganze jetzt dann aus. Wir haben die Falten schön fixiert. Man kann es auch nochmal bügeln, wenn man will. Ich weiß nicht, bei Daft, ich habe keine Ahnung, ob man Daft bügeln kann. Ich hoffe schon. Und immer schauen, dass sie schön aneinander liegen. Also, dass da nichts nach außen gezogen wird. Da ist noch ein bisschen passiert. Da ist vielleicht ein halber Millimeter nicht so schön. Aber das kann dann beim Bund fatal werden. Und das machen wir dann jetzt noch beim zweiten Rockteil. Da habe ich das schon vorbereitet. Ja. Da habe ich das auch schon genäht. Muss ich mal schauen. Ah ja, das passt eh, weil dann können wir die zwei Teile rechts aufeinander legen und einmal eine Seitennaht schließen. Also die könnt ihr auch mit der Overlock schließen. Die Naht, die Seite mit dem Reißverschluss, die nehmen wir dann mit der Nähmaschine zusammen, wenn wir da einen Reißverschluss einnähen. Aber eine Seite könnt ihr jetzt schon mal mit der Overlock zusammennähen. Rechts auf rechts. Nicht vergessen.
Und dann nehmen wir schon mal im Bund an und hoffen, dass es sich schön ausgeht. Und dann brauchen wir nur mehr einen Reißverschluss und sind schon fertig! Yay! Auch einen Reißverschluss habe ich ein bisschen Angst. Ihr wisst, Reißverschluss I, U, I, U, I. Aber jetzt nehmen wir die Seiten da zusammen. So, jetzt habe ich da beide Vorder- und Rückenteile zusammengenäht. Also Vorder-Rückenteil, wurscht. Rückenteil-Vorderteil. Oben haben wir jetzt schön die Falten. Und jetzt nehmen wir oben das Bündchen an. Und das legen wir uns jetzt rechts auf rechts. Stecken wir uns das jetzt oben an der Kante entlang einmal fest. Und dann können wir es mit der Overlock annähen. So schaut das Ganze jetzt aus. Also jetzt haben wir es da oben entlang festgesteckt. Und yay, es geht sich aus! Yay! Wir haben es richtig gemacht. Und jetzt nähe ich die Strecke, wo ich es festgeklammert habe, mit der Overlock fest. Und dann widmen wir uns dem Reißverschluss. Dadurch, dass wir die Falten ja schon fixiert haben, können wir das ganz leicht jetzt mit der Overlock festnähen. Nur schauen, dass die Stoffteile halt nicht verrutschen, die zwei. Und ich lege die Falten immer nach oben, weil dann habe ich besser Kontrolle, weil wenn ich oben das Bündchen habe, kann es sein, dass mir unten die Falte irgendwie so verrutscht. Und ich nähe sie dann mit und das wäre natürlich blöd. Deswegen habe ich die Falten nach oben gelegt, damit ich da schön schaue, dass die schön wegstehen da, also wegliegen und nichts verwurstelt ist. Ja, jetzt haben wir da den Bund festgenäht. So, dann klappen wir nach oben. Und dann fehlt uns jetzt nur mehr der Reißverschluss. Und halt die Seite schließen. Ach ja, Reißverschluss, ich liebe dich. Jetzt übertrage ich mal den Knips da auf der Seite vom Schnittmuster, bezüglich wo der Reißverschluss endet. Und dann nehmen wir den ein. So, ja, der Rock steht jetzt ein bisschen am Kopf. Ich habe jetzt einmal die Mitte von meinem Bündchen markiert, also bis daher geht sie. Und dann habe ich mir da vom Schnittmuster ist die Markierung für den Reißverschluss, die habe ich mir da markiert. Und jetzt nehmen wir den ein. Also ich habe da den nahtverdeckten Reißverschluss, ich zeige es euch nochmal. So schaut er von der rechten Seite aus, so von der linken. Und dann können wir jetzt erst da. Man kann erst den Reißverschluss einnehmen, also 6 genau. Wenn ich den jetzt da herlege, da hört mein Reißverschluss so viel mal auf. Mit einer Hand immer ein bisschen schwierig. Dann geht sich das genau aus, dass es bis daher geht. Weil das klappt man dann so drüber, dass wir oben einen schönen Abschluss haben. Und da dazwischen, also 22 cm ist er lang, geht sich das schön aus. Und wir können jetzt alles daher gehen. Jetzt mache ich es mal ein bisschen größer. Ich habe es auf der Seite auch markiert, die Mitte leider nicht. Und jetzt kann man hergehen und da die zwei Reißverschlussknipse von unten, also da oben ist der Bund, die rechts aufeinander legen, festklammern. Und das, also da unten, die untere Naht von der Seite mit einem Geradstich innerhalb von der, also wenn da die Nahtzugabe ist, mit 1 cm da am Rand entlang, dass man die Naht dann nicht sieht vom Versäubern, da entlang zusammennähen. Genau, also wir klammern das aufeinander, weil dann haben wir oben noch offen für den Reißverschluss und da unten haben wir schon einmal geschlossen. So schaut das Ganze jetzt dann aus. Also da oben haben wir noch offen, bis zur Markierung habe ich festgenäht mit 1 cm Nahtzugabe, da sieht man es gut, also innerhalb da entlang festgenäht. Und jetzt nehmen wir den Reißverschluss ein. So, sechs, ich habe jetzt einmal den Reißverschluss rechts auf rechts geklipselt. Also jetzt hört genau da, wo die Zacken aufhören vom Reißverschluss, da habe ich zusammengenäht bis daher. Geht genau daher. Da habe ich es fest gemacht, bis auf wie festgesteckt und da ist meine Mitte vom Bündchen. Seht ihr rechts auf rechts. Da ist dann die nahtverdeckte Seite. Und da nähe ich jetzt entlang von der Kante vom Reißverschluss mit einem Geradstich und
Reißverschlussnähfuß. Das ist der Sack. Nähe jetzt meinen Reißverschluss auf die Seite einmal fest. Ich habe jetzt da meinen Reißverschlussnähfuß eingesetzt. Ich weiß, es gibt da noch einen spezielleren, den habe ich aber leider nicht. Und ich werde ganz langsam nähen, weil bei dem habe ich immer Angst, dass mein Finger unten reinkommt. Also aufgepasst. Hoffentlich passiert das halt nicht. Und ich fange jetzt oben an, den Reißverschluss an den Rock festzunähen. Und wenn ihr einen Reißverschluss annäht, unbedingt schauen, dass beim nahtverdeckten Reißverschluss, dass da die Zähnchen auf die Seite klappt und ganz da am Rand entlang näht. Achtung, nicht in die Zähnchen nähen, aber desto weiter es da am Rand entlang näht, desto schöner ist dann das Ergebnis. Jetzt habe ich bis daher festgenäht. Von oben weg, so schaut es jetzt aus. Und dann kann man an die zweite Seite feststecken. Also stecke ich mir da wieder rechts auf rechts und entlang nach unten fest. Wir brauchen das mal gar nichts zum irgendwie fixieren mit einem doppelseitigen Klebeband oder so, weil wir ja nicht dehnbaren Stoff haben oder verrutscht also nichts. Und dann kann man da bis da nach unten hin festnähen. Kannst du dafür auch aufmachen. Oder mal zulassen und kontrollieren, ob er passt von der Länge her, vom Ding her. Dass da schön aufeinander liegt. Da müssen wir ein bisschen nach oben. Gut, dann haben wir den Reißverschluss jetzt da eingenäht. Bis da nach unten. Genau da fängt dann unser Naht, was wir da zusammengenäht haben, an. Und dann können wir jetzt die zweite Seite, kannst du öffnen, auf die andere Seite feststecken, wieder rechts auf rechts. Und auch die Seite von da weg bis nach unten festnähen. So schaut jetzt unser eingenähter Reißverschluss aus. Wir haben es da schön festgenäht. Von innen schaut er so aus. Da haben wir schön Naht auf Naht. Man sieht ihn kaum, nur haben wir jetzt da unten noch ein kleines Loch, weil wir ja da nicht bis ganz unten nähen haben können. Und jetzt gehen wir einfach her, legen uns da Seitennaht auf Seitennaht, klappen uns da den Reißverschluss weg und nähen jetzt da unten an der Naht entlang nochmal bis daher, wo der Reißverschluss dann anfängt, nochmal mit einem Geradstich das zusammen. Und beim Reißverschluss auch immer schauen, gut verriegeln am Anfang und am Ende. Dann haben wir jetzt oben dann einen Reißverschluss. Ich habe jetzt da die überstehende Nahtzugabe ein bisschen gekürzt vom Reißverschluss. Klappen wir jetzt da oben das, was noch übersteht, nach außen. Und klappe dann mein Bündchen rechts auf rechts über den Reißverschluss. Und nähe jetzt da die Strecke nochmal an den Reißverschluss an. Die kurze. Also einmal drüber klappen. Und am Reißverschluss entlang festnehmen. Also jetzt kannst du dir die Naht verwenden, für wo hinten den Reißverschluss angenäht habt. Das nochmal festnähen auf beide Seiten. So, jetzt haben wir da noch das Bündchen drüber gestülpt über den Reißverschluss, also einmal gewendet. Und jetzt können wir hergehen und da die zwei Nahtzugaben vom Bündchen zusammennähen. Am ganzen Rock oben entlang, damit der Bund nicht nach oben klappt wieder oder verrutscht. Gehen wir her und nähen da Nahtzugabe auf Nahtzugabe. Könnt ihr es mit der Overlock zusammennähen oder mit der Nähmaschine, dann könnt ihr es weiter vorne starten. Einfach die schließen. Und dann braucht man Rock unten nur mehr säumen. Yay, unser Rock ist fertig! Ja, das Leihwelle passt jetzt nicht so ganz dazu, aber vom Schnitt her passt super, weil das ist Semmerhu, das haben wir schon genäht. Und das ist der Rock und ich wollte immer schon so einen Rock, der was so nach außen steht. Wir haben da einen Reißverschluss. Ich kann immer näher gehen. So schaut das aus. So schauen die Falten aus. Yay, ich bin ganz begeistert. Ich muss es jetzt noch ein bisschen abrüsten, weil irgendwie zieht das alles an den Tag.
Aber es ist genauso, wie wir es vorgestellt haben. Yay! Eben, Semeru passt gut dazu, das ist Alma. Dann kennt ihr eben auch als Jersey oder Sweatding, dann aber ohne Reißverschluss und dafür oben mit Gummi und ein bis zwei Nummern kleiner. Oder eben als Webware. Ich glaube, das schaut gerade aus Kunstleder gut aus. Ich habe da irgendwo so Kunstleder. Oh, das war vielleicht auch cool. Auf jeden Fall finde ich mega. Yay! Darf das ganz witzig werden? Das ist elektrisch geladen. Ja! Unser erster Webware-Schnitt. Ich bin begeistert. Er sitzt, passt, wackelt und hat Luft. Ah, oh, der steht so cool weg. Ja, ich lieb's. Deswegen habe ich mir Daft ausgesucht. Weil ihr eben wollt, so, ein bisschen steifer Stoff, aber es könnt ihr auch als Baumwollwebware, was haben die Mädels als nicht, mal ganz verschiedene. Ich find's toll, ich find's toll. Und es kommt dann noch was dazu und dann haben wir ein komplettes Outfit. Also wir haben dann Shirt, Rock und noch was gehabt. Seid gespannt. Auf jeden Fall freue ich mich, das war's schon wieder. Ich verlinke euch alles unten. Die Schnitte findet ihr bei mir im Shop, da gibt es auch coole Stoffe. Webware habe ich jetzt noch nicht, vielleicht kommt auch mal noch was. Auf jeden Fall, yay, ich bin begeistert. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, schaut euch gerne meine anderen Videos an und bis zum nächsten Mal. Eure Carina von Big Mate. Tschüss!